Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Vorsilbe irgend und einige Fragewörter dazu an. Die Fragewörter sind a. wohin, b. wo, c. wann, d. wie, e. wer und f. wen. Setzen wir ein. Wann kommst du? Irgendwann. Wo bist du? Irgendwo. Es geht dich nichts an. Ich bin irgendwo hingegangen. Irgendwie nervst du mich. Nerv irgendwen anders. Und noch einmal. Wann kommst du? Irgendwann. Wo bist du? Irgendwo. Es geht dich nichts an. Ich bin irgendwo hingegangen. Irgendwie nervst du mich. Nerv irgendwen anders. Irgendwann drückt eine Unsicherheit aus. Ich hoffe, jetzt seid ihr nicht mehr unsicher und das Video hat euch gefallen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Und jetzt die Wiederholung zum Selbstüben. Hallo, in diesem Video sehen wir uns es, das und das genauer an. Zuerst der Text. Merkst du nicht? Alle hier langweilt und du nicht machen kannst. Ist dumm. Vergiss. Was soll? Läuft so nicht. Geht nicht. Und die Lösungsmöglichkeiten sind A. Es, B. Das und C. Das mit zwei S. Es ist ein Personalpronomen. Das ist ein Artikel, ein Relativpronomen oder ein Demonstrativpronomen. Und das mit zwei S ist eine Konjunktion. Setzen wir ein. Merkst du nicht, das, Konjunktion, das, Demonstrativpronomen oder es, Personalpronomen, alle hier langweilt. Und dass du, Konjunktion, das, Demonstrativpronomen
oder es, Personalpronomen, nicht machen kannst. Das, Demonstrativpronomen, ist dumm. Vergiss es, Personalpronomen. Was soll das, Demonstrativpronomen? Das, Demonstrativpronomen, oder es, Personalpronomen, läuft so nicht. Das, Demonstrativpronomen, es, Personalpronomen, geht nicht. Und noch einmal der ganze Text. Merkst du nicht, dass das oder es alle hier langweilt und dass du das oder es nicht machen kannst? Das ist dumm. Vergiss es. Was soll das? Das oder es läuft so nicht. Das oder es geht nicht. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt die Wiederholung zum Selbstüben. Ciao! Hallo, in diesem Video sehen wir uns einige Präpositionen und Artikel genauer an. Das Thema ist der Bus. Jeden Tag fahre ich mit Bus Arbeit. Ich steige den Bus und setze mich auf Platz. Wenn ich ankomme, stehe ich und steige Die Lösungsmöglichkeiten sind A auf, B aus, C den, D dem, E zum, F zur, G ein und H in. Setzen wir ein. Jeden Tag fahre ich mit dem Bus zur Arbeit. Mit dem Dativ zur Arbeit Dativ. Ich steige in den Bus ein. Einsteigen in wohin Akkusativ. Und setze mich auf den Platz. Auf den Platz wohin Akkusativ. Wenn ich ankomme, stehe ich auf. Aufstehen, das ist ein Präfix, und steige aus. Aus ist auch ein Präfix, aussteigen. Und jetzt noch einmal der ganze Text. Jeden Tag fahre ich mit dem Bus zur Arbeit. Ich steige in den Bus ein und setze mich auf den Platz. Wenn ich ankomme,
stehe ich auf und steige aus. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt noch einmal zum Selbstüben. Bis dann. Ciao. Hallo, in diesem Video sehen wir uns einige Präpositionen genauer an. Dazu die Artikel. Beginnen wir. Zuerst die Sätze. Er ist nicht mehr Hause, sondern schon ihr gegangen. Erst kaufte er M. Bäcker etwas Essen. Eine Kleinigkeit, den Kaffee, ihr. Und die Lösungsmöglichkeiten? A. Beim, B. Bei, C. Für, D. Zur, E. Zu, F. Zum, G. Nichts und H. An. Setzen wir ein. Er ist nicht mehr zu Hause, sondern schon zu ihr gegangen. Er ist nicht mehr zu Hause, sondern schon zu ihr gegangen. Zuerst, das heißt am Anfang, kaufte er beim Bäcker. Hier darf auf keinen Fall zum Bäcker stehen. Zu ist die Richtung. Bei ist bei einer Person, also wo. Etwas zum Essen, das heißt für das Essen, eine Kleinigkeit für den Kaffee bei ihr. Und jetzt noch einmal, er ist nicht mehr zu Hause, sondern schon zu ihr gegangen. Zuerst kaufte er beim Bäcker etwas zum Essen, eine Kleinigkeit für den Kaffee. Bei ihr, also wo. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es so ist, dann gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao. Und jetzt die Wiederholung.
Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Arbeit und ihre Präpositionen an. Zuerst der Text. Er hat eine neue Arbeitsstelle, Baggerfahrer, Firma X Bau, Norden, München gefunden. Dort hatte er sich, die Stelle, Fahrer beworben. Und die Lösungsmöglichkeiten? A. Der, B. Im, C. Auf, D. Bei, E. Als, F. Um, G. Vom und H. Von. Setzen wir ein. Er hat eine neue Arbeitsstelle als Baggerfahrer. Als steht mit dem Beruf. Bei der Firma X-Bau, bei plus Dativ steht mit der Firma. Im Norden, wo Dativ, im Norden, von München gefunden, im Norden von München. Er hat eine neue Arbeitsstelle als Baggerfahrer bei der Firma X-Bau im Norden von München gefunden. Dort hatte er sich auf oder um die Stelle, sich bewerben auf oder um, wenn es um eine Stelle geht, als Fahrer beworben. Als wiederum ist der Job. Und jetzt noch einmal der ganze Text. Er hat eine neue Arbeitsstelle als Baggerfahrer bei der Firma X-Bau im Norden von München gefunden. Dort hatte er sich auf oder um die Stelle als Fahrer beworben. Ich hoffe, dass euch das Video geholfen und gefallen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao und jetzt die Wiederholung. Hallo, in diesem Video sprechen wir über das und das. Also das mit einem S und das mit zwei S. Zuerst die Sätze. Wie macht man weiß ich auch nicht. Ich weiß nur schon immer Problem war. Ist Problem. Jeder kennt, immer, selbe. Wie kann man, lösen? Setzen wir ein. A. Das oder B. Das. Wie macht man das? Dieses Das heißt eigentlich dies. Das oder dies weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, das ist hier eine Konjunktion, das, also dies, schon immer, das Problem war. Dieses das ist ein Artikel. Das ist, also dies, das Problem, das ist der Artikel, das ist das Problem, das jeder kennt. Dieses das war ein Relativpronomen. Immer dasselbe. Hier ist das ein Artikel, der mit dem Wort selbe zusammensteht. Wie kann man das, also dies, lösen?
Und jetzt noch einmal die Wiederholung. Wie macht man das? Das weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass das schon immer das Problem war. Das ist das Problem, das jeder kennt. Immer dasselbe. Wie kann man das lösen? Ich hoffe, dass das und das jetzt ein bisschen klarer geworden sind. Wenn es so ist, gib mir ein Like und teilt das Video. Bis dann. Ciao. Und jetzt die Wiederholung. Hallo, in diesem Video sehen wir uns verschiedene Präpositionen und Artikel an. Zuerst die Sätze. Wohin geht Lea? Sie geht... Bad. Sie geht... Wohnzimmer. Sie geht... Balkon. Sie eilt... Garten. Sie legt sich... Bett. Sie setzt sich... Sofa. Und die Lösungsmöglichkeiten? A. Auf. B. Aus. C. Der. D. Das. E. Den. F. Dem. G. Im. H. Ist. I in und J ins. Setzen wir ein. Wohin geht Lea? Achtung, hier geht es um Richtungen. Wohin geht Lea? Sie geht ins Bad. Akkusativ. Sie geht ins Wohnzimmer. Akkusativ. Sie geht auf den Balkon. Akkusativ. Sie eilt in den Garten. Akkusativ. Sie legt sich ins Bett. Wohin? Akkusativ. Sie setzt sich auf das Sofa. Wohin? Akkusativ auf das Sofa. Und jetzt noch einmal alle Sätze. Wohin geht Lea? Sie geht ins Bad. Sie geht ins Wohnzimmer. Sie geht auf den Balkon. Sie eilt in den Garten, sie legt sich ins Bett, sie setzt sich auf das Sofa. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt noch einmal die Wiederholung. Außerdem wäre es schön, wenn ihr Mitglied auf dem Kanal werden würdet. Bis dann, ciao!
Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Präposition in und ihre Verwendungen an. Zuerst der Text. In ein Monat beginnt es wärmer zu werden. Sie geht in ein Café. Dann sitzt sie Café. Sie isst nicht Eile. Dies Woche. Das heißt dies Woche hat sie viel Zeit. Und jetzt die Lösungsmöglichkeiten. A. Im, B. In, C. Den, D. Die, E. E, F. Em, G. Nichts und H. Er. Bei den Lösungsmöglichkeiten E bis H handelt es sich um Endungen. Setzen wir ein. In einem Monat, Dativ, beginnt es wärmer zu werden. Sie geht in ein Café, in ein Akkusativ, wohin Café. Dann sitzt sie im Café, wo Dativ. Im Café. Sie ist nicht in Eile. Sie geht in ein Café, dann sitzt sie im Café, sie ist nicht in Eile. Diese Woche, das heißt, in dieser Woche hat sie viel Zeit. Diese Woche ist Akkusativ, in dieser Woche ist Dativ, bedeutet aber jeweils das Gleiche. Und jetzt noch einmal der Text. In einem Monat beginnt es wärmer zu werden. Sie geht in ein Café, dann sitzt sie im Café. Sie ist nicht in Eile. Diese Woche, das heißt in dieser Woche, hat sie viel Zeit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao. Und jetzt die Wiederholung. Hallo, in diesem Video sind wir im Garten. Zuerst die Sätze. Wir sitzen, Garten, einen oder, einem Tisch. Tisch, steh, die Tassen und ein, Kaffeekanne. Neben, sitzen, Freunde und unterhalten, Und die Lösungsmöglichkeiten? A. Sich, B. Um, C. An, D. Die, E. E, F. Hen, G. Auf, H. Mir, I, im und J, dem. Setzen wir ein. Wir sitzen im Garten. Wo? Dativ. Im Garten. Um einen Tisch. Um plus Akkusativ. Oder an einem Tisch.
an plus Dativ wo. Wir sitzen im Garten um einen Tisch oder an einem Tisch. Auf dem Tisch wo, auf dem Tisch Dativ, stehen die Tassen. Das ist Plural. Die Tassen ist das Subjekt. Und eine Kaffeekanne, ein weiteres Subjekt. Wir sitzen im Garten um einen bzw. an einem Tisch. Auf dem Tisch stehen die Tassen und eine Kaffeekanne. Neben mir, wo, Dativ, sitzen die Freunde oder sitzen Freunde, Nominativ, und unterhalten sich. Und noch einmal, wir sitzen im Garten um einen oder an einem Tisch. Auf dem Tisch stehen die Tassen und eine Kaffeekanne. Neben mir sitzen die Freunde oder Freunde und unterhalten sich. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann und jetzt die Wiederholung. Und außerdem wäre es schön, wenn ihr Mitglied auf dem Kanal werden würdet. Bis dann, ciao! Hallo, in diesem Video sehen wir uns einige Präpositionen und Artikel an, die zum Haus gehören. Zuerst die Sätze. Er geht seiner Schwester Hause. Moment ist er noch sich Hause. Er geht Haus. Ihm Hause. Ihr nimmt er den Bus. Und die Lösungsmöglichkeiten: A auf, B aus, C den, D von, E zu, F zum, G bei, H nach, I im und J dem. Setzen wir ein. Er geht zu seiner Schwester. Zu steht immer mit Dativ. Nach Hause. Wohin? Nach Hause. Er geht zu seiner Schwester nach Hause. Im Moment. Im Moment ist ein fester Ausdruck. Ist er noch bei sich? Sich ist ein Reflexivpronomen. Zu Hause. Wo? Zu Hause. Im Moment ist er noch bei sich zu Hause. Er geht aus dem Haus. Er geht aus dem Haus. Aus plus Dativ. Von ihm, von plus Dativ. Zu Hause, von ihm zu Hause. Zu ihr nimmt er den Bus. Von und zu stehen jeweils mit Dativ. Und der Ausdruck zu Hause
bedeutet wo, zu Hause. Und jetzt noch einmal der ganze Text. Er geht zu seiner Schwester nach Hause. Im Moment ist er noch bei sich zu Hause. Er geht aus dem Haus, von ihm zu Hause, zu ihr nimmt er den Bus. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Tschüss. Und jetzt die Wiederholung. Wo ist Lea? Setzen Sie ein. Zuerst sehen wir die Sätze. Wo ist Lea? Sie ist Bad. Sie ist Wohnzimmer. Sie ist Balkon. Sie ist Garten. Sie ist noch Bett. Sie sitzt Sofa. Und jetzt die Lösungsmöglichkeiten. A. Auf, B. Aus, C. Der, D. Die, E. Den, F. Dem, G. Im, H. Ist, I. In und J. Ins. Setzen wir ein. Wo ist Lea? Sie ist im Bad. Wo? Im Bad. Dativ. Sie ist im Wohnzimmer. Wo? Im Wohnzimmer. Dativ. Sie ist auf dem Balkon. Wo? Auf dem Balkon. Dativ. Sie ist im Garten. Wo? Im Garten. Dativ. Sie ist noch im Bett. Wo? Im Bett. Dativ. Sie sitzt auf dem Sofa. Wo? Auf dem Sofa. Dativ. Und jetzt noch einmal der ganze Text. Wo ist Lea? Sie ist im Bad. Sie ist im Wohnzimmer. Sie ist auf dem Balkon. Sie ist im Garten. Sie ist noch im Bett. Sie sitzt auf dem Sofa. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und es wäre schön, wenn ihr Mitglied auf dem Kanal werden würdet. Bis dann, ciao! Und jetzt die Wiederholung.
Hallo, in diesem Video sehen wir uns Präpositionen wie vor und seit an. Zu diesem Thema habe ich schon einige Videos gemacht. Dazu werde ich euch auch noch einmal die Links geben. Aber zuerst der Text. Punkt, Punkt, Punkt. Einem Jahr lebe ich, Punkt, 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 Deutschland. Punkt, Punkt, Punkt. Einem Jahr bin, Punkt, 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 Rumänien, Punkt, 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 Deutschland gekommen. Punkt, Punkt, Punkt. Einem Jahr möchte ich, Punkt, 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 Portugal reisen. Und die Lösungsmöglichkeiten? A. Auf, B. Aus, C. Bei, D. Von, E. Zu, F. Zum, G. In, H. Nach, I. Im und J. Dem. Setzen wir ein. Seit einem Jahr, Dativ, lebe ich in Deutschland. Seit einem Jahr lebe ich in Deutschland. Vor einem Jahr, Dativ, vor einem Jahr, bin ich aus Rumänien nach Deutschland gekommen. Vor einem Jahr bin ich aus Rumänien nach Deutschland gekommen. In einem Jahr, Dativ, möchte ich nach Portugal reisen. In einem Jahr möchte ich nach Portugal reisen. Und jetzt noch einmal der ganze Text. Seit einem Jahr lebe ich in Deutschland. Vor einem Jahr bin ich aus Rumänien nach Deutschland gekommen. In einem Jahr möchte ich nach Portugal reisen. Ich hoffe, dass Vor und Seit jetzt ein bisschen klarer geworden sind. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt das Video. Bis dann. Ciao. Und jetzt die Wiederholung. Hallo, in diesem Video sehen wir uns das Haus genauer an und die Präpositionen, die dazugehören. Zuerst die Sätze. Ich gehe, Punkt, 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 Arbeit. Am Morgen gehe ich, Punkt, 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 Haus. Ich gehe, Punkt, 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 Hause, Punkt, 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 Büro. Am Abend komme ich, Punkt, 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 Büro, Punkt, 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 Hause, Punkt, 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 mein Haus. Und die Lösungsmöglichkeiten sind A. Von, B. Vom, C. Zur, D. Zum, E. In, F. Ins, G. Aus, H. Nach, I. Zu, und J. Dem. Setzen wir ein. Ich gehe zur Arbeit. Am Morgen gehe ich aus dem Haus. Am Morgen gehe ich aus dem Haus. Aus steht immer mit Dativ.
Ich gehe von zu Hause ins oder zum Büro. Am Morgen gehe ich aus dem Haus. Ich gehe von zu Hause ins oder zum Büro. Am Abend komme ich vom Büro, von plus Dativ, nach Hause, in mein Haus. Am Abend komme ich vom Büro nach Hause in mein Haus. Wenn wir nach Hause sagen, Hause mit E, ist das das eigene Haus. Haus ohne E ist generell ein Haus, jedes Haus. Und jetzt noch einmal alle Sätze. Ich gehe zur Arbeit. Am Morgen gehe ich aus dem Haus. Ich gehe von zu Hause ins oder zum Büro. Am Abend komme ich vom Büro nach Hause in mein Haus. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und ein bisschen geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao und jetzt die Wiederholung. Hallo, in diesem Video sehen wir uns das Wohnzimmer, die Kinder und einige Präpositionen dazu an. Außerdem die Artikel. Zuerst die Sätze. Ich sitze, Wohnzimmer. Die Kinder spielen neben, sie spielen mit, Spielsachen, Teppich. Ich setze mich zu, ich setze, Boden. Und die Lösungsmöglichkeiten? A. Ihnen, B. Ihnen, C. Den, D. Dem, E. Im, F. Auf, G. Mir, und H, mich. Setzen wir ein. Ich sitze im Wohnzimmer. Im Wohnzimmer, Dativ, wo. Im Wohnzimmer. Die Kinder spielen neben mir. Neben mir, wo, Dativ. Ich sitze im Wohnzimmer. Die Kinder spielen neben mir. Sie spielen mit den Spielsachen, mit plus Dativ, auf dem Teppich. Auf dem Teppich, wo auf dem Teppich, Dativ. Sie spielen mit den Spielsachen auf dem Teppich. Ich setze mich zu Ihnen, zu plus Dativ. Ich setze mich auf den Boden. Wohin auf den Boden, Akkusativ. Ich setze mich auf den Boden.
Und jetzt noch einmal der ganze Text. Ich sitze im Wohnzimmer. Die Kinder spielen neben mir. Sie spielen mit den Spielsachen auf dem Teppich. Ich setze mich zu ihnen. Ich setze mich auf den Boden. Ich hoffe, dass jetzt alles klarer geworden ist. Wenn es so ist, gebt mein Like und teilt es. Und es wäre schön, wenn ihr Mitglied auf dem Kanal würdet. Bis dann. Und jetzt kommt die Wiederholung. Hallo, in diesem Video sehen wir uns den Zug, eine Zugfahrt und verschiedene Präpositionen und Artikel an. Zuerst der Text. Jeden Tag fahre ich mit Zug Arbeit. Ich steige den Zug und setze mich auf Platz. Wenn ich ankomme, stehe ich, und steige, Die Lösungsmöglichkeiten: A. Auf, B. Aus, C. Den, D. Dem, E. Zum, F. Zur, G. Ein und H. In. Setzen wir ein. Jeden Tag fahre ich mit dem Zug, mit plus Dativ, mit dem Zug. Zur Arbeit, zu plus Dativ. Jeden Tag fahre ich mit dem Zug zur Arbeit. Ich steige in den Zug, wohin in den Zug, Akkusativ. Ein, ich steige in den Zug ein und setze mich auf den Platz. Akkusativ, wohin auf den Platz. Ich steige in den Zug ein und setze mich auf den Platz. Wenn ich ankomme, stehe ich auf und steige aus. Wenn ich ankomme, stehe ich auf und steige aus. Aufstehen und aussteigen sind zwei Präfixe bzw. Verben mit Präfixen. Und jetzt noch einmal den ganzen Text. Jeden Tag fahre ich mit dem Zug zur Arbeit. Ich steige in den Zug ein und setze mich auf den Platz. Wenn ich ankomme, stehe ich auf und steige aus. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao. Und es wäre schön, wenn ihr Mitglied auf dem Kanal werden würdet. Jetzt kommt die Wiederholung.
Hallo, in diesem Video sehen wir uns eine kleine Geschichte an, mit der ich euch zu erkläre, aber auch einige andere Phänomene. Zuerst die Sätze. Ich habe ... gesucht. Ich habe versucht, dich an ... rufen. Aber vielleicht war es schon ... spät ... dir ... kommen. Bist du später ... Hause gegangen oder warst du ... Hause? Und jetzt die Lösungsmöglichkeiten. A. Dir. B. Dich. C. Nach. D. Nichts. E. Zum. Und F. Zu. Setzen wir ein. Ich habe dich gesucht. Suchen plus Akkusativ. Ich habe versucht, dich anzurufen. Versuchen plus Infinitiv anzurufen. Anrufen ist ein trennbares Verb. Aber vielleicht war es schon zu spät. Zu spät. Zu dir. Zu kommen. Aber vielleicht war es schon zu spät, zu dir zu kommen. Zu dir ist eine Präposition mit einem Pronomen. Sie steht mit Dativ. Zu spät zu kommen. Das letzte zu steht als Infinitivanschluss. Es war zu spät zu kommen. Bist du nach Hause gegangen? Oder warst du zu Hause? Mit dem Wort Hause verwenden wir nach bei der Richtung und zu beim Ort. Also, bist du später nach Hause gegangen oder warst du zu Hause? Und jetzt noch einmal der ganze Text. Ich habe dich gesucht. Ich habe versucht, dich anzurufen. Aber vielleicht war es schon zu spät, zu dir zu kommen. Bist du später nach Hause gegangen oder warst du zu Hause? Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao. Und jetzt die Wiederholung.